Ein Dampfzug mitten in der Stadt. Seit 125 Jahren ist das so. In Bad Doberan, nahe der Ostseeküste. Seit 1886 verbindet eine Schmalspurbahn die Orte Kühlungsborn, Heiligendamm und Bad Doberan. Höhepunkt einer jeden Fahrt ist der Weg durch die Stadt. Liebevoll Molly genannt, bahnt sich der Zug laut läutend den Weg. An einigen Stellen sind es nur wenige Meter bis zu den Hauswänden. An der Spitze läuft 99-23-24. Ein Nachbau der drei vorhandenen Ohrenstein- und Koppelloks aus dem Baujahr 1932. Seit Mitte 2009 ist die vom Dampflokwerk Meiningen gebaute Neubaulok im Dienst. Am Haken hat sie den 100-jährigen Zug, gebildet aus historischen Personenwagen aus den Jahren 1911 bis 1926. Der 100-jährige Zug ist nur für Sonderfahrten oder zu besonderen Anlässen unterwegs. Im August 2011 sind es die Feierlichkeiten zum 125-jährigen Bestehen der Bäderbahn. Festlich geschmückt sind die Lokomotiven. In Kühlungsborn West rangiert 99-23-22 vor den nächsten Zug nach Bad Doberan. Ausfahrt. Alles, was rollen kann, ist unterwegs. Die Züge fahren mit Maximallänge. Für die fast 80 Jahre alten Lokomotiven von Ohrenstein und Koppel bedeutet das Grenzlast. Jetzt wird jede Pferdestärke der 460 PS gebraucht. Besonders an der größten Streckenneigung ab Kühlungsborn Ost. Immerhin 16,6 Promille sind zu bewältigen. Mit der zugelassenen Höchstgeschwindigkeit von 50 km pro Stunde ist der Zug jetzt entlang des Ostseestrands unterwegs, mitunter nur 200 Meter entfernt. Die Bäderbahn Molly rollt auf der ungewöhnlichen Spurweite von 900 mm. Unter den Schmalspurbahnen in Deutschland einzigartig. Vor Bad Doberan eilt der Zug jetzt entlang der Lindenallee. Auf dem für Schmalspurverhältnisse geräumigen Führerstand herrscht Routine.
In den Sommermonaten sind täglich 11 Zugpaare auf der 15,4 Kilometer langen Strecke unterwegs. Als Dampftrambahn wurde am 9. Juli 1886 die Doberan-Heiligendammer Eisenbahn eröffnet. Daran erinnert bis heute die Streckenführung in Bad Doberan quer durch die Stadt. Quasi als Straßenbahn wird hier gefahren. Am Ende der Mollistraße muss der Zug halten. An der Station Stadtmitte ist der letzte Halt vor Bad Doberan. Bis zum Bahnhof Bad Doberan ist es jetzt nur noch ein kurzes Stück. Fast das gesamte Betriebsgelände des Bahnhofs ist zur Feiermeile umgestaltet. Die nicht mehr betriebsfähige Molly-Lok 99332 steht mit einem historischen Güterzug bereit. Auf dem Nachbargleis dampft 99-2322 für Führerstandsmitfahrten hin und her. Zwei Gleise weiter dieselt 199-015, eine V10C aus dem Baujahr 1962. Auch auf der Normalspur gibt es Aktivitäten. Die Schweriner 91-134 pendelt zusammen mit 112-565 als Zubringer zwischen Rostock und Bad Doberan. Einer der Höhepunkte der Jubiläumsfeierlichkeiten ist ein GMP, ein Güterzug mit Personenbeförderung. Ausfahrt in Kühlungsborn West.
Gebildet aus historischen Güterwagen und einem alten Personenwagen soll der Zug an die Zeit des Gütertransports erinnern, der schon 1969 endete. '99/323 hat die Ehre, den Zug zu ziehen. Entsprechend der Einstellungszeit des Güterverkehrs ist sie mit ihrer alten Nummer beschriftet. Das Personal sorgt für reichlich Dampf, denn der für Fotografen gefahrene Zug soll gut aussehen. Erst seit 1910 existiert der Streckenabschnitt zwischen Heiligendamm und dem heutigen Kühlungsborn. 1938 ist Kühlungsborn aus den Fischerdörfchen Brunshaupten, Fulgen und Ahrensee entstanden. Verschnaufpause in Kühlungsborn Ost. Das Empfangsgebäude, ein repräsentativer Klinkerbau, ist in den 20er Jahren entstanden. Der GMP ist wieder auf dem Weg. Die hervorragend restaurierten Güterwagen sind ein Augenschmaus. Mehr für die Ohren ist die Steigung nach Kühlungsborn Ost. Entlang der Ostseeküste dampft der Zug nun Richtung Heiligendamm. Vor dem Haltepunkt Steilküste gibt es wieder den richtigen Sound.
80 Jahre alt und kein bisschen leise. So oder ähnlich könnte man es kommentieren. Einfahrt in Heiligendamm. Wie auch die Schwestermaschinen hat 99323 schon etliche große Reparaturen hinter sich. So hat sie im Laufe der Zeit neue Zylinder, einen neuen Kessel und schließlich noch einen neuen Rahmen bekommen. Der Weiterbetrieb für noch lange Jahre ist somit gesichert. Der Plan zog überholt hier. Doch leider scheint Petrus kein Eisenbahnfreund zu sein. Ein Wolkenbruch sorgt für nasse Füße. 3 Tage lang wird gefeiert. Trotz des teilweise schlechten Wetters sind alle Veranstaltungen sehr gut besucht. 125 Jahre Bäderbahn Molly. General reparierte Lokomotiven, ein bestens gewarteter Wagenpark, eine intakte Strecke und natürlich eine nagelneue Dampflok. Was will man für die Zukunft mehr? Vielleicht gibt es eines Tages noch eine Streckenverlängerung.